Wie lange kann man einen handelsüblichen Kühlschrank/Gefrierschrank an einer Powerstation betreiben? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Werkstatt. Ich bin der Michael und heute teste ich, wie lange man einen handelsüblichen schwedischen Kühlschrank inklusive Gefrierschrank an einer Aukitel P2001 Powerstation betreiben kann. Wir haben einen IKEA Frostig, einen handelsüblichen Kühlschrank inklusive Gefrierschrank. So, das ist der Kühlschrank. Sieht ein bisschen mau aus, könnte noch reingekauft werden. Und der Gefrierschrank. Und der Kühlschrank ist auf Stufe 2 eingestellt. Und das Kühlfach hat 162 Liter, der Gefrierschrank hat 65 Liter und das Teil hat eine Energieklasse A+. Der ist also schon etwas älter, ca. 6 Jahre alt. Der Kühlschrank ist gerade ganz normal im Betrieb. Wir nutzen den täglich ganz normal, haben unsere Lebensmittel drin. Wir haben den Gefrierschrank voll mit hauptsächlich Hundefutter. Das heißt, das ist ein praxisnaher Test. Das ist jetzt kein Test unter Laborbedingungen. Aktuell haben wir bei uns in der Küche von morgens ungefähr 6 Uhr bis abends 22 Uhr so um die 21 Grad. Und nachts kühlt es runter auf vielleicht 15, 16, 17 Grad Celsius. Und diesen Kühlschrank möchte ich mit dieser Powerstation, einer Aukitel P2001, betreiben. Die hat eine Dauerleistung von 2000 Watt und kurzzeitig kann sie 4000 Watt. Zu der Powerstation habe ich schon mal ein Video gemacht, ob man die als Stromversorgung in einem Wohnmobil nutzen kann. Und da habe ich sie auch ausführlich getestet, was die Leistungsdaten angeht. Das Video verlinke ich da oben. Mit diesen 2000 Watt Dauerleistung sollte sie aber problemlos mit dem Anlaufstrom von unserem Kühlschrank klarkommen. Der Anlaufstrom ist im Prinzip der Knackpunkt, wenn ihr einen Kühlschrank mit so einer Powerstation oder allgemein netzunabhängig betreiben wollt. So ein Kühlschrank bzw. der Kühlkompressor des Kühlschranks zieht, wenn der anläuft, einen deutlich höheren Strom als im normalen Betrieb. Das ist der Anlaufstrom. Das braucht er halt einfach, damit der Kompressor anlaufen kann, damit er auf Drehzahl kommt. Und das muss die Powerstation halt können. Ich schaue mal, ob ich da gleich einen Wert messen kann. Da meine Messgeräte ein bisschen träge sind, kann ich euch das jetzt noch nicht versprechen. Weiter hat die Aukitel eine Kapazität von 2000 Wattstunden. Also der Akku, der in der Powerstation verbaut ist, hat 2000 Wattstunden Kapazität. Das entspricht bei einem 12 Volt Akku ungefähr 160 Amperestunden. Die werde ich aber, wenn ich einen Haushaltskühlschrank betreibe, über 230 Volt, werde ich die nicht komplett nutzen können, weil der Wechselrichter in der Powerstation hat Verluste, also er hat einen Wirkungsgrad. Das heißt, nehmen wir mal an, der Wechselrichter in der Powerstation hat einen Wirkungsgrad von um die 90%, das ist in dieser Leistungsklasse ein normaler Wert, dann bedeutet das 10% der enthaltenen Kapazität sind Verluste, werden im Prinzip als Wärme abgegeben. Bei 2000 Wattstunden wären das 200 Wattstunden. Wie viel wir tatsächlich von der enthaltenen Energie nutzen können, von der voll aufgeladenen Powerstation zur, ja, ich sag mal, wahrscheinlich Abschaltschwelle. Ich gehe davon aus, irgendwann wird der Wechselrichter abschalten. Wie viel wir da tatsächlich nutzen können, das werden wir am Ende des Videos wissen. Das heißt, ich schließe den Kühlschrank jetzt einfach an die Powerstation an. Ich hänge noch einen Energiekostenzähler dazwischen. Der zählt mir die Energie, also wirklich die nutzbare Kapazität. Die Zeitanzeige vom Energiekostenzähler können wir dabei vergessen, weil die zählt nur, wenn Strom gezogen wird und der Kühlschrank zieht nur Strom, wenn der Kompressor läuft. Also wenn der Kompressor aus ist, dann zieht der Kühlschrank auch keinen Strom. Das heißt, der Energiekostenzähler zählt wirklich nur die Zeit, wo der Kompressor läuft und die Energie, die dabei verbraucht wird. Und ich werde halt einfach auf die Uhr schauen und dann sehen wir, wie lange man wirklich den Kühlschrank mit der Powerstation betreiben kann. So, hier am Eck habe ich die Powerstation stehen. Die habe ich gerade komplett aufgeladen. An der Verlängerungsschnur hängt der Kühlschrank. Und somit läuft er jetzt über die Powerstation. Und um die Zeit aufzunehmen, nutze ich die Stoppuhr. Und dann werden wir sehen, wie lange der Kühlschrank damit läuft. So, ihr habt gerade gesehen, als der Kompressor angelaufen ist, waren es 1155 Watt. Das ist genau dieser deutlich höhere Anlaufstrom, von dem ich gesprochen habe, beziehungsweise Anlaufleistung in dem Fall in Watt. Und ihr seht, jetzt verbraucht er gerade 92 Watt. Das heißt, der Anlaufstrom ist mehr als das Zehnfache größer, das Zwölffache. So, und hier seht ihr den Energiekostenzähler, der zeigt auch 92, 91 Watt an. So, ich lasse den jetzt so laufen und wir sehen uns wieder, wenn die Powerstation leer ist. So, wir sind bei über 33 Stunden und sie sagt, sie hat noch 2%. So, jetzt ist sie gerade ausgegangen.
Und es sind 33 Stunden, 45 Minuten. Und auf dem Energiekostenzähler stehen 1,2 Kilowattstunden und 14 Stunden, 34 Minuten reine Laufzeit vom Kompressor bzw. wo der Kühlschrank Strom gezogen hat. Der Kühlschrank läuft mit der Auketel fast 34 Stunden und verbraucht in dem Zeitraum 1,2 Kilowattstunden. Das sind auf den Tag gerechnet ungefähr 860 Wattstunden. 1,2 Kilowattstunden, ganz schön mau, oder? Der Akku hat ja eine Nennkapazität von 2 Kilowattstunden. Woran liegt das? Das liegt am Wirkungsgrad des Wechselrichters in der Powerstation. Ich gehe jetzt bei meinen Betrachtungen immer von aus, der Akku in der Powerstation hat tatsächlich 2000 Wattstunden. Wir werden das auch gleich noch mal ein bisschen besser einschätzen können. Bei 2000 Wattstunden Kapazität entsprechen die 1200 Wattstunden, die wir tatsächlich entnommen haben, ziemlich genau einem Wirkungsgrad von 60%. Also diesen Wirkungsgrad hat der Wechselrichter in der Powerstation bei so ungefähr 100 Watt, also vergleichsweise wenig Leistung. Ich blende euch hier zum Vergleich mal ein Diagramm aus einem meiner Wechselrichtertests ein. Hier sieht man ganz gut, bei einer geringen Leistung von diesem Wechselrichter hat der auch nur einen Wirkungsgrad von um die 60%. Und bei den hohen Leistungen hat er einen deutlich besseren Wirkungsgrad. Der Grund sind die Verluste, die lastunabhängigen Verluste, also die, die einfach nur da sind, weil der Wechselrichter eingeschaltet ist, die kommen bei geringen Leistungen viel mehr zum Tragen und ziehen den Wirkungsgrad rechnerisch dann runter. Das ist also prinzipiell ein normales Verhalten. Und wie sieht das jetzt bei höheren Leistungen mit der Auketel P2001 aus? Dazu habe ich bei verschiedenen Leistungen auch nochmal den Wirkungsgrad berechnet und damit komme ich dann auf dieses Diagramm hier auf ein ähnliches Bild. Wir sehen, erst bei höheren Leistungen erreicht die auch einen Wirkungsgrad von knapp 90%. Und das passt eigentlich wieder ganz gut mit den Erfahrungswerten zusammen und somit können wir eigentlich sagen, ja, wahrscheinlich hat der Akku wirklich die 2000 Wattstunden, die draufstehen. So viel zum Wirkungsgrad und der tatsächlich nutzbaren Energie in der Auketel P2001. Wenn euch das auch für andere Powerstations interessiert, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und was machen wir jetzt mit den gemessenen Werten vom Kühlschrank? Für diejenigen unter euch, die Angst vor einem Blackout haben, ihr wisst jetzt, ihr könnt mit dieser Powerstation euren Kühlschrank knapp 34 Stunden betreiben, vorausgesetzt, er hat einen ähnlichen Verbrauch wie unser Kühlschrank. Dazu könnt ihr dann übrigens auch die UPS-Funktion oder USV-Funktion der Powerstation nutzen, also eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Das heißt, ihr steckt die Powerstation ganz normal bei euch zu Hause in die Steckdose, steckt den Kühlschrank oder halt euer Gerät an der Powerstation ein und euer Gerät wird dann ganz normal übers Netz versorgt. Und wenn das Netz ausfällt, dann übernimmt diese unterbrechungsfreie Spannungsversorgung die Spannungsversorgung von dem Gerät und zwar unterbrechungsfrei. Wenn das Netz ausfällt, habt ihr dann einen nahtlosen Übergang. Und für diejenigen unter euch, die ihre Stromkosten reduzieren wollen und so eine Powerstation inklusive Solarmodulen eh zu Hause rumstehen haben, und dazu gehöre ich auch, wir können uns jetzt Gedanken machen, ob wir nicht den Kühlschrank oder was auch immer für ein Gerät über eine kleine Inselsolaranlage mit einer Powerstation betreiben können. Wir können damit also eine Solaranlage mit Pufferspeicher bauen. Und der Pufferspeicher ist die Powerstation. Die Powerstation hat einen Eingang für 500 Watt, das ist in der Leistungsklasse ein üblicher Wert für 500 Watt Solarleistung, Ladeleistung. Das heißt, ihr könnt Solarmodule mit insgesamt 500 WP da dranhängen. Je nach Ausrichtung der Solarmodule kann ich damit dann im Jahr ca. 450 Kilowattstunden erzeugen. Das gilt jetzt für meinen Standort in Süddeutschland und eine 90 Grad Anstellung der Solarmodule. Bei im Schnitt 40 Kilowattstunden im Monat entspricht das 1,3 Kilowattstunden am Tag. Und wir wissen ja, 860 Wattstunden, also 0,86 Kilowattstunden verbraucht der Kühlschrank am Tag. Im Schnitt können wir 1,3 Kilowattstunden am Tag erzeugen. Also das würde funktionieren. Wie gesagt, dient die Powerstation dann als Pufferspeicher für die Solaranlage. Das heißt, wenn die Sonne scheint und mehr Energie reinkommt, als der Kühlschrank gerade verbraucht, dann wird das in den Akku eingespeichert. Und wenn die Sonne dann wenig scheint, bei trübem Wetter oder nachts, dann wird die Energie aus dem Speicher entnommen. Und damit wird dann der Kühlschrank versorgt. Und eben mit diesem Pufferspeicher kann ich dann bis zu 34 Stunden überbrücken. War das jetzt korrekt oder hat sich da vielleicht ein kleiner Fehler eingeschlichen? Jetzt habe ich euch eben jede Menge über Wirkungsgrade erzählt und bei dieser Rechnung habe ich ihn vergessen. Das mag zwar sein, dass durchschnittlich 1,33 Kilowattstunden am Tag Solarleistung erzeugt werden, aber davon kann ich halt nicht 1,33 Kilowattstunden nutzen, weil mein Wechselrichter, meine Powerstation, hat halt einen Wirkungsgrad. Und wir haben gesehen, bei der geringen Leistung, die der Kühlschrank zieht, ist der Wirkungsgrad sehr schlecht, nämlich 60%, 0,6. Das heißt, die 1,33 Kilowattstunden am Tag muss ich noch
durch den Wirkungsgrad teilen oder vielmehr mal den Wirkungsgrad nehmen. Und dann komme ich auf ganz knapp 0,8 Kilowattstunden am Tag, also etwas weniger als mein Kühlschrank am Tag verbraucht. Das heißt, im Durchschnitt mit Tabellenwerten geht sich's am Ende eventuell nicht ganz aus. Da der Kühlschrank aber fast 34 Stunden, also über einen Tag, mit der Powerstation betrieben werden kann, kann es halt größtenteils trotzdem funktionieren, weil wenn die Sonne nicht wie im Durchschnitt, sondern halt einfach mal eine halbe Stunde länger scheint, dann habe ich vielleicht die 0,86 Kilowattstunden Ertrag, die der Kühlschrank braucht. Vielleicht mache ich auch die Kühlschranktür nicht so oft auf an dem Tag und der Kompressor springt einmal weniger an und er verbraucht somit ein bisschen weniger. Also ihr seht, das sind viele Variablen und durch so einen Test habt ihr jetzt aber erstmal eine Basis, mit der ihr arbeiten könnt. Und man sieht, es geht sich nicht ganz aus, aber wenn ich ein bisschen was ändere, vielleicht die Solarzellen eben nicht 90 Grad montieren. Bei 90 Grad ist halt der Ertrag übers Jahr relativ konstant. Wenn ich es ein bisschen anstelle, habe ich im Sommer einen höheren Ertrag und ruckzuck funktioniert das wieder. Im Sommer, im Winter dann halt vielleicht nicht. Aber es kann ja auch eine Lösung sein. Ihr habt somit eine Basis, mit der ihr entscheiden könnt, wie ihr so ein System aufbaut, dass es gut funktioniert. Aber bitte auch nochmal an dieser Stelle, macht das nur, wenn ihr eh schon eine Powerstation habt, beziehungsweise wenn ihr euch eine für euer Gartenhaus oder fürs Campen oder wofür auch immer anschaffen wollt. Dafür wiederum kann ich euch dann die Aukitel nach allem, was ich bisher gesehen habe, empfehlen. Aber nur allein, um euren Kühlschrank zu Hause zu betreiben, lohnt sich die Anschaffung nicht. Aufs Jahr gerechnet verbraucht unser Kühlschrank ungefähr 350 Kilowattstunden. Nehmen wir mal einen Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde an, dann sind das 140 Euro im Jahr. Die kostet aktuell 1099 Euro und da ist noch kein Solarmodul dabei. Also das macht absolut keinen Sinn. Wenn ihr die Komponenten jetzt aber eh schon rumstehen habt, dann macht es halt meiner Meinung nach Sinn. Was mich bei der Aukitel dabei am meisten überzeugt hat, das ist das Geräusch, beziehungsweise das nicht vorhandene Geräusch. Die stand jetzt die ganze Zeit bei uns in der Küche und ich arbeite auch in der Küche. Wir sind tagsüber viel in der Küche und man hat die überhaupt nicht gehört. Der Lüfter, wenn er überhaupt lief, lief er nur ganz leise. Man hört ihn nicht. Es ist wirklich wunderbar. Das heißt, ich würde die auch guten Gewissens ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer stellen, ohne dass die jemanden stört. Ich verlinke euch die Powerstation und alles, was ich heute hier benutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Vielleicht habt ihr was Ähnliches damit vor. Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen mehr Einblick, wie die Zusammenhänge sind, wie das funktioniert. Vielleicht war für euch auch gerade das Thema mit dem Wirkungsgrad recht interessant. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.